Einen wunderschönen, also jetzt kann man gar nicht mehr sagen morgen, wir sind 3 Minuten nach 12. Willkommen zum zweiten Vienna Humanities Festival. Mein Name ist Mati Bunzel, ich bin der Direktor drüben im Wien Museum und mit dem Institut für die Wissenschaften von Menschen und Time to Talk sind wir die Co-Organisatoren dieses Festivals. Und wir haben gestern Abend eine Eröffnung gehabt mit dem Bundespräsidenten Heinz Fischer. War ganz toll. Und jetzt geht es wirklich in Medias Res. Und ich gratuliere Ihnen, dass Sie früh aufgestanden sind am Wochenende, um eine, glaube ich, wirklich spannende Diskussion zu verfolgen und teilzunehmen. Die nächste Generation ist auch da. Das freut mich. Ja, das Festival, wie gesagt, im zweiten Jahr, die Idee dieses Festivals kommt aus Chicago. Da gibt es seit fast 30 Jahren jetzt das Chicago Humanities Festival. Es findet jedes Jahr im Herbst statt und hat jedes Jahr ein Thema. Das Thema hat oft einen gewissen Aktualitätsbezug und wird dann als Startpunkt genommen, um eine große Vielzahl von Themen zu besprechen und abzuhandeln. Letztes Jahr war unser Thema andernorts. Das war natürlich auch im Zuge der Flüchtlingskrise eine geisteswissenschaftliche, philosophische, kulturelle, künstlerische Auseinandersetzung mit der Frage von Verortung. Wo ist man zu Hause, wo ist man nicht zu Hause? Dieses Jahr haben wir uns inspirieren lassen von einem Jahrestag, und zwar dem 100-jährigen Jahrestag der Russischen Revolution, und haben gesagt, wir machen ein Festival zum Thema Revolution. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben das kuratiert, zusammen, unsere drei Institutionen. Und wir versuchen eben immer, die verschiedensten Aspekte der Geisteswissenschaften, der Kulturwissenschaften, der Kunst, der Kultur abzudecken. Und ich muss sagen, die Idee, mit euch zweien hier über revolutionäre Kunst zu reden, war ganz am Anfang schon da. Weil ich habe mir gedacht, die Frage, was kann Kunst politisch bewirken, ist eine fundamentale Frage. Und es ist eine fundamentale Frage, der sich eigentlich alle Kulturmanager irgendwo stellen. Und ich habe sofort an euch zwei gedacht, weil ihr extrem ambitionierte Denker in diesem Zusammenhang seid. Und bevor ich jetzt weiterrede, werde ich euch mal kurz vorstellen. Nicht, dass ihr das braucht, ich bin sicher, Sie wissen alle, wer hier sitzt. Da sitzt der Thomas Edlinger. Du bist eigentlich Philosoph, oder? Gar nicht? Kulturwissenschaftler. Philosophie studiert, ein geläuterter Philosoph. Kulturkritiker, Schriftsteller natürlich, aber jetzt eben auch seit 2 Jahren und jetzt mit einem ganzen Festival schon organisiert, der Intendant des Bonner Festivals in Krems, das der Thomas Seehofer-Kien früher geleitet hat. Du bist eigentlich Kulturmanager der alten Schule, du hast ja auch schon in Salzburg schon als Jugendlicher begonnen, Kunst zu organisieren, was immer das heißt. Darüber werden wir reden. Dann bei den Salzburger Festspielen warst du sehr lange, dann eben das Solo-Festival und jetzt bist du Intendant von den Wiener Festwochen. Also wir sehen hier auch 2 Generationen vom Krems-Festival. Und ihr habt eben beide jetzt eure ersten Festivals durchgeführt. Beide mit großen, für meine Begriffe, großen, wichtigen und spannenden Ambitionen. Und diese Ambitionen zu reflektieren im Kontext von dem, was ihr versucht zu bewirken als Festivalleiter, als Kulturmanager, aus dieser Perspektive des Transformativen, des Radikalen, des Revolutionären, das war meine Lust. Deshalb seid ihr, und die beiden haben Ja gesagt, und das freut mich wahnsinnig. Aber ich möchte beginnen mit einer Frage für euch beide, was ganz Persönliches. In eurem Leben als nicht nur Kulturmanager, sondern Kulturkonsument im Sinne, was war der radikalste, revolutionärste Moment von Kunst, den ihr persönlich erlebt habt? Das ist für mich irgendwie die Frage, weil als Kulturmanager versuchen wir ja, anderen Leuten Kultur näher zu bringen, das klingt so verhärmt, aber wir versuchen sie mit Kultur in Verbindung zu bringen, und ich würde eigentlich gerne mit euch beginnen als auf der anderen Seite. Und ihr habt ein Mikrofon, teilt ihr euch das Mikrofon, weil ich sitze zu weit weg. Spannende Frage, ich muss das ein bisschen nachdenken, aber wenn ich das eben jetzt tue, ist es eigentlich ganz interessant, was mir in meinen Kopf kommt oder was in meiner Erinnerung ist.
Und das würde eigentlich schon fast eine Frage beantworten, die ich mir noch nicht zu beantworten getraut hätte vorher. Wenn ich mir überlege, was es war in frühen Jahren, was mich wirklich beeinflusst hat, auch in dem Sinne, dass es eigentlich mein gesamtes künstlerisch oder auch überhaupt Erfahrungsweltbild vollkommen über den Haufen geworfen hat und irgendwie wirklich mir etwas Neues eröffnet hat. Also das wäre jetzt vielleicht auch die Beantwortung der Frage, was das ist. Und das war in meinem Fall in sehr, sehr jungen Jahren hat mich Michael Stollhofer, ich war damals glaube ich 18, mitgenommen nach München, um einen amerikanischen Performance-Künstler, Theatermacher anzusehen, der mir vorher überhaupt nichts gesagt hat. Das war Reza Abdou, dieser ursprünglich iranische, dann in Amerika arbeitende Regisseur, der leider dann verstorben ist, kurze Zeit später. Und der hat ein Stück gemacht über AIDS eigentlich. Er war selbst am Ende der Erkrankung, ist dann gestorben. Und das war eine Form von Theater, die ich vorher nicht kannte. Zuerst mal mussten wir uns einverstanden erklären, dass die Performer und die Veranstalter keine Schäden an Kleidung oder psychischen keine Haftung für diese Schäden an uns übernehmen. Dann haben wir so kleine Sitzkissen bekommen und sind dann in einen bühnenartigen Raum gebracht worden, der aber, wie man es aus so amerikanischen Filmen kennt, wie diese Trucker-Bars, wo die Band mit so einem Netz geschützt ist, damit die Menschen nicht die Bierflaschen auf die Band werfen, das war nur umgekehrt. Es waren drei Bühnen, die uns geschützt haben, weil diese Menschen dort simultan eine Orgie von Reizüberflutungen losgelassen haben und mit Dingen um sich geworfen haben. Und dann wurden wir im Laufe des Stückes in der Panzerhalle in einen sicherlich mehr als 100 Meter langen Saal gebracht. Und ich war einer der Ersten, die reinkamen. Und wir mussten an einer Linie am Boden sitzen und durften diese Linie nicht überschreiten. Das hatten wir uns gesagt. Und dann sehe ich diese 30 Performer circa 100 Meter am Ende dieses Dachbodens. Und die in grellem Licht fangen die an, auf uns loszustürmen und nach zwei Sekunden Stürmen auf uns zu, geht das gesamte Licht aus. Und diese Herde rennt auf uns zu und wie magisch stehen die dann vor uns. Das waren diese Momente, wo ich wirklich das Gefühl hatte, für mich war das damals neu, weil Theater war für mich immer natürlich die vierte Wand, das vorgespielt werden, diese auch schöne bürgerliche Distanz. Hier hatte ich dann in dem Moment das Gefühl, oh Gott, wir haben nicht umsonst unterschrieben, dass man keine Haftung übernimmt. Also diese Möglichkeit, dass diese Kunst jetzt auch körperlich etwas bewirkt, war Wahnsinn. Die Wirkung im Nachhinein war, dass ich mir gedacht habe, so kann Kunst sein. Das hat mir so viel erzählt, solche Horizonte erweitert, auch im Sinne meines Bewusstseins über Welt und Gesellschaft. Da gäbe es jetzt noch ein paar andere Beispiele, aber das war so ein Ding, wo ich mir denke, ja, das hat etwas bewirkt, zumindest mal in mir. Das ist eine total starke Story, weil ich kann es total nachvollziehen. Also sag, wann war das denn? Du hast gesagt, du warst 18. Also wenn ich 18 war, muss es irgendwie in den 80er Jahren gewesen sein. Späte 80er wahrscheinlich. Ja, Ende 80er. Wahnsinn, toll. Ja. Thomas, was war dein Aha-Erlebnis? Ich würde vielleicht von den Menschen zu den Maschinen wechseln. Und mir fällt jetzt ein, eine Performance, die ich glaube ich in Linz damals gesehen habe, von den Survivor Research Laboratories, einer kalifornischen Maschinentheatertruppe, die so selbstgebaute Robotermaschinen in kriegsähnlichen Szenarien aufeinander losgehen lässt, die dann so Feuer spucken und man ist aber in der Nähe eines wirklich tatsächlich kriegerischen Szenarios. Und das hat mich damals auch schwer beeindruckt, wie mich vorher auch bestimmte Konzerte, da könnte ich jetzt viele nennen, die vielleicht im Nachhinein gar nicht so radikal revolutionär waren, aber eine wichtige Frage in dieser Debatte, wenn es um Erinnerung an prägende Erlebnisse geht, ist ja auch die Frage der Jugend und wenn man so will, der Unschuld der Jugend, die sich ja mit vielen Dingen noch nicht beschäftigt hat, wodurch dann Eindrücke, Intensitäten, um ein Schlagwort der 80er Jahre zu bemühen, ja stärker vorhanden waren als dann vielleicht später. Also ich erinnere mich an
weil gerade jetzt Grant Hart gestorben ist, letzte Woche an einem Hüsker-Dü-Konzert zum Beispiel, auch 86, 87, das hat mich auch umgeblasen damals. Jetzt im Nachhinein, wenn ich mir das anhöre, ist das recht gefällige Blaupause von Alternative Rock. Aber damals war das für mich so eine Welt, eine Tür, so wie es Thomas jetzt gerade auch formuliert hat, die aufgegangen ist und die dann nie wieder zugegangen ist. Und dann hat man diesen Raum betreten, hat gemerkt, man kann sich in diesem Raum auch orientieren und das ist alles nicht, um vielleicht auch zu diesem Überthema zu kommen, der Revolution, das ist alles nie ohne eine Vorstufe. Es gibt immer schon etwas, was dazu hinführte. Und um jetzt noch eine weniger rein emotionale, sondern auch intellektuelle Erfahrung der jüngeren Zeit zu benennen, die aber trotzdem auf Vergangenheit zurückgreift. Ich habe vor kurzem Teile der Retrospektive der Filme von Guy Debord gesehen im Wiener Filmmuseum, der mit einer unglaublichen Radikalität Kino gegen das Kino, gegen die Gesellschaft des Spektakels gestaltet und realisiert hat. Also ist, wenn man so will, natürlich ein performativer Widerspruch, aber die Filme muss man sich so vorstellen, dass sie teilweise tatsächlich in Schwarz sind und nur am Ende einen gegen das Kino, auch gegen das kommerzielle Kino von Godard zu der Zeit, also da war schon Godard praktisch der ORF-1-Kommerzler sozusagen, so, also von so einer Haltung, von so einer derart radikal revolutionären Haltung ist dieses Kino geprägt, das letztlich auf eine Art vielleicht auch Abschaffung oder Veränderung des Verhältnisses Kunst und Gesellschaft überhaupt abzielt. Also nicht einfach noch Kunst als gesonderten Raum belässt, befördert, gedeihen lässt, sondern eine Kompletttransformation dessen, was das Kunstfeld überhaupt leisten könnte, im Auge hat. Das ist ein großartiges Stichwort. Ich wäre später darauf zurückgekommen, aber widmen wir uns das jetzt, weil Guy Debord, es gibt verschiedene Versuche, die Geschichte der Avantgarde zu erzählen. Und eine, also der Alexander Emanuele, der bei uns in Wien wirklich für mich ein profunder Denker ist über die Avantgarde, bezeichnet den Guy Debord und die Situationisten, also seine Gruppe in den 60er Jahren, als im Grunde die letzte Avantgarde. Und zwar sehr in dem Sinn, wie du es jetzt beschrieben hast, eine Avantgarde, die ein künstlerisches Programm hat, das aber nicht Kunst in einem abgesonderten Raum sieht, sondern Kunst als wirklich revolutionär, als Teil einer wirklichen Transformation. Und du hast es jetzt genau dargestellt, wie radikal Kunst sein kann und sein will. Als wir getitelt haben, dieses Panel, was ist revolutionäre Kunst? Eine Antwort wäre zu sagen, also diese reine Avantgarde mit ihren verschiedenen Traditionen, beginnend bei Dada meistens, über die Surrealisten bis zu den Situationisten. Wie seht ihr diese Tradition? Weil eine interessante Frage in der Art, wie zum Beispiel der Alexander Emanuele darüber redet, ist zu sagen, das ist vorbei. Das ist, also Guy Debord war sozusagen der letzte Versuch, eine totale Kunst sich vorzustellen, die wirklich gesellschaftlich transformativ agieren könnte. Seht ihr das ähnlich? Seht ihr ein Potenzial für revolutionäre Kunst heute? Wie seht ihr das in eurer Praxis? Nicht alle auf einmal. Ja, das ist mit einem Mikrofon immer schwierig, aber gut zu vermeiden. Ich meine, das Problem, das ich mit all diesen Avantgarden der Vergangenheit habe, ist, ich kann mir natürlich jegliche Form gesellschaftlicher Relevanz und letzten Endes auch Revolution, also Umwälzung, auf meine Fahnen schreiben, aber das ist ungefähr so, wie wenn man sagt, es fällt ein Baum um und es ist sozusagen kein hörendes Lebewesen in der Nähe, dann macht dieser Baum beim Umfallen eben kein Geräusch. Das ist so für mich so ein bisschen das Problem und
ich meine, es gibt ja viele Leute, die sich auf diese Avantgarden berufen und ich hatte das eher selbst hier bei den Festwochen heuer erlebt. Wir haben sehr, sehr lang überlegt, Eribon einzuladen, weil ich das sehr, sehr spannend finde, was er mit dieser Rückkehr nach Reims geschrieben hat, und ich nenne es selbst dann, was wir teilweise gemacht haben, wir sind auch wieder in die Eribon-Falle getappt. Also letzten Endes war das eine Community, die diese Revolution zwar in einer Mikrogesellschaft probt, die aber dann eigentlich, und wenn sie sich das auf die Fahnen schreibt, dass sie gesellschaftlich wirkt, das eigentlich nicht einmal die Chance hat zu erproben in breiteren Teilen der Gesellschaft. Das heißt, die Frage, die mich immer sehr interessiert, auch an historischen Vorbildern von Avantgarden, als es noch solche per se und per Definition gab: Was ist von ihnen übergeblieben, oder gibt es diese magische Wirkkraft in diesen Avantgarden, die durch Aufnahme von nächsten Künstlergenerationen einfach dann eine andere Breitenrelevanz bekommt? Oder das ist die Frage, wird jegliche Avantgarde in weiterer Folge durch Referenzen und durch ihren Bestand über mehrere Jahrhunderte in ihrer Essenz oder eben Nicht-Essenz abgeschwächt? Wird sie korrumpiert? Ich meine, dasselbe sieht man mit, radikalen, vor x Jahren radikaleren politischen Hip-Hop-Geschichten. Sobald mal ein Markt und eine Plattenfirma da ist, ist die Frage, ist es noch authentisch, oder kann man dann sozusagen unter Abschwächung und Verbreiterung, Generalisierung einfach mehr Relevanz im Sinne von gesellschaftlicher Veränderung erzielen? Siehst du das ähnlich, Thomas? Das ist sozusagen eine bisschen eine Dichotomie zwischen wahrer Radikalität, Avantgarde auf der einen Seite und im Grunde einer Form von Populismus auf der anderen? Naja, also Avantgarde ist, würde ich auch sagen, ist ein Wort des 20. Jahrhunderts, genauer gesagt, und nicht des 21. und genauer gesagt sogar eigentlich der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Also du hast jetzt vorher die historischen Avantgarden, Dadaismus, Surrealismus, russische Revolutionskunst und so weiter angesprochen. Die hatten ja, also aus meiner Sicht jetzt, oder da gab es ja mal zwei Stoßrichtungen. Das eine ist quasi eine auf formaler Ebene wirkende revolutionäre Kraft, die man jetzt unterscheiden muss von einer gesellschaftspolitischen. Also quasi die, zum Beispiel die Collage-Technik von Dadaisten ist etwas anderes als der sozialistische Realismus der post-russischen revolutionären Kunst, die ja eher einer schon erfolgten politischen Revolution agitatorischen Stoff gibt. Der dann halt eben interessanterweise ja nicht zum Absterben des Staates, wie das mal in der leninistischen Utopie genannt wurde, geführt hat, sondern eher zur Verfestigung des Staates, womit wir schon bei einer der von Thomas angesprochenen Problemfelder der historischen Avantgarden sind. Ich würde sagen, Avantgarde hat spätestens dann ein Problem, wenn Autonamen nach dem Wort benannt sind. Also Avantgarde ist halt ein Parfum oder ein Auto. Und schon die 50er, 60er Jahre und letztlich auch Situationismus sind ja schon so etwas wie Neo-Avantgarden und werden ja im Kunstdiskurs auch als solche bezeichnet, die also eventuell vor allem in unserem Zusammenhang eher so eine Art nachträgliches Realisierungsmoment nochmal einbringen in eine Geschichte, die vor allem im mitteleuropäischen Raum durch die Kappung der avantgardistischen Kraft durch den Nationalsozialismus geprägt war. Also die speziell jetzt die österreichischen Wiener Gruppe, Aktionismus und so weiter, mussten ja auf eine unterbrochene Verbindung zurückgreifen. Also da, insofern ist das so eine Art nachholende Bewegung zu einem Zeitpunkt, also quasi so eine Art Avantgarde zweiter Ordnung, glaube ich, die dann nochmal ins Leben gerufen wurde. Und wenn wir jetzt eben zum Beispiel über so etwas sprechen, ja, jetzt ist gerade, dieses Wochenende war gerade die Eröffnung des Steirischen Herbsts, des Avantgarde-Festivals Österreichs, das hat jetzt 50 Jahre am Buckel, 1967 das große vorrevolutionäre und der Steirische Herbst, ich habe jetzt gerade gestern einen Text nachgelesen, bezeichnet sich in so einer Art paradoxen Formulierung als ein Avantgarde-Festival mit Tradition. Ja. Das hat natürlich auch was für sich und bezeugt auch schon die gewisse die Notwendigkeit einer ironischen Handhabung
dieser Begrifflichkeit, die man heute wahrscheinlich, ohne die man heute wahrscheinlich diesbezüglich gar nicht mehr auskommt. Also ich würde auch mit dem Wort Avantgarde würde ich mittlerweile sehr vorsichtig hantieren. Ich glaube aber eher, dass die Verbindung von Kunst und Revolution oder eher ein wenig tiefer gehängt, Provokation, Subversion, Radikalität, ja. Kritik, Widerstand, diesen Begriffsfeldern, dass die in bestimmten zeitlich und örtlich beschränkten Konstellationen sich manchmal realisiert. Das gibt es schon, da müsste man dann vielleicht auch genauer über so etwas sprechen wie den Aufstieg und die Verbindung von zwischen Kunst und Politik, also über, zum Beispiel über solche Formen des politischen Aktivismus, der sich selbst ja auch ästhetischer Mittel bedient. Also da gibt es eine Wechselwirkung. Also ich nenne jetzt ein ganz praktisches, großes Beispiel. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Ich weiß auch nicht, ob er ein professioneller Künstler oder eben einfach ein Demonstrant war. Aber eines der wichtigsten ästhetischen Zeugnisse der letzten Jahre für mich war der Standing Man in Istanbul zur Zeit der Gezi Park-Projekte. Das hat geheißen, ein Mann steht einfach da und stellt sich sozusagen der militärischen Gewalt der Türkei und der polizeilichen Gewalt entgegen und bleibt unerschütterlich stehen. Ein wenig so wie die Tiananmen-Demonstranten in Peking vor den Panzern in den 70er Jahren. Oder 80er waren es, Entschuldigung. Ja. So, das ist eine Geste, die etwas Performatives hat, die sozusagen abgelauscht ist von Formen des performativen, der performativen Kunst der letzten Jahre und gleichzeitig ist sie aber in einen realen politischen Konfliktraum transponiert und bekommt dort eine eben ganz andere Schärfe, eine Schärfe, wo dann eventuell, um bei dem Bild des umgefallenen Baums ohne Geräusch zu bleiben, wo es dann eben schon knirscht. Und das meine ich mit solchen Konstellationen zwischen Ästhetik und Politik, die nach wie vor passieren. Da würde ich aber jetzt nicht sagen, diese Haltung ist Avantgarde oder sowas. Ich finde das wahnsinnig spannend, euch zuzuhören, weil es ist eine, was ihr hier gemacht habt, es ist auch extrem eine Präzisierung auch der Kategorien, wie ich sie ins Spiel gebracht habe. Also sozusagen eine Trennung. In meinem vielleicht verkürzten Konstruktion ist sozusagen revolutionäre Kunst und Avantgarde ist sozusagen ein und dasselbe. Die Frage, du trennst das sehr, sehr sauber und sagst im Grunde, also die Avantgarde ist vielleicht vorbei mit ihren Ambitionen aus dem frühen 20. Jahrhundert, aber es gibt, du hast gesagt, niedere Reformen oder von Radikalität, Subversion und so weiter. Und da sind wir, glaube ich, wirklich im Zentrum eurer eigenen Praxis als Kulturmanager, und was mich jetzt wirklich interessiert, also ich bin natürlich ein ich meine, ich finde Festivals total spannend aus vielerlei Gründen, aber für mich ist es auch eine Form von intellektuellem Diskurs und ich habe, also abgesehen von den Festivals selber, eure Texte über die Festivals sehr, sehr spannend gefunden und es würde mich wirklich interessieren, ob vielleicht, weil ihr beide sozusagen jetzt ein Jahr hinter euch habt, wie. Und das Letzte, was ich sagen will, ihr glaube ich, verwandte, aber doch unterschiedliche Ziele habt, was ein Festival bewirken kann, genau in diesem Sinn von politisch motivierter, reflektierter, subversiver Kunst. Können Sie uns einfach nochmal, was versucht ihr in den Festivals zu leisten im Kontext dieser Tradition revolutionärer politischer Kunst? Gerade bei dir in deinem Diskurs war es sehr, sehr, sehr stark. Ja, ich meine, was wir natürlich versucht haben, was uns natürlich auch natürlich nicht gelungen ist, war eine Überlegung. Ich hätte nichts Negatives gesagt. Nein. Ich möchte etwas sagen, dass der Thomas hier sitzt, ist nicht, also du hast, es gab Kritik natürlich. Ich war einer, der gesagt hat, die schiere Ambition des Ganzen muss applaudiert, den muss man applaudieren. Also das nur als Kontext. Gut, sagen wir mal. Das stört mich auch jetzt gar nicht so sehr, dass da einige Leute und wir kennen ja da einige aus dem Bereich der Journaille, die doch eher etwas systemimmanenter denken. Sagen wir mal so, ich habe ein Festival übernommen, das war ein Festival, das
erstens einmal einen anderen Gründungsgedanken hatte als andere Großfestivals. Ja, die Salzburger Festspiele wurden aus monetären Gründen ins Leben gerufen. Da ging es einfach in der Zwischenkriegszeit darum, eine wirtschaftlich nicht sonderlich belebte, aber sehr hübsche Gegend einfach mit diesem Kulturspektakel an finanzkräftige, vor allem damals deutsche Menschen sozusagen zu verkaufen. Die Wiener Festwochen waren so ein bisschen so ein Anti-Nazi, Entnazifizierungsfestival. Ja, man hat gesagt, nach Austrofaschismus, Nationalsozialismus, war das hier, lag das am Boden, war total isoliert. Jetzt hat man wieder versucht, diese Idee der Internationalität wieder reinzubringen, sozusagen wieder Lebensfreude, Utopie über Kunst, internationale Vernetzung, vor allem dann am Anfang mal auch Dirigenten, vornehmlich jüdische Dirigenten, die vertrieben wurden, auch wieder mal einzuladen. So, und dann ging das weiter und dann gab es den Ulrich Baumgartner, der in den späten 60er und 70er Jahren dieses Festival geleitet hat, der vorher ein kleines Festival am Land geleitet hat und dann die Festwochen. Und der hat wirklich fundamental darüber nachgedacht, was so ein Stadtfestival und Gesellschaft bedeutet und hat dann neue Fenster geöffnet. Er war ja auch mit einer der Arena-Besetzer, mit Arena 70, ein Festival für neue Kunstformen. Dann haben die Festwochen unglaublich viel angeschoben, um einfach sozusagen diese Idee einer Kunst als sozusagen sie nie in der Repräsentanz hängen zu lassen. Mit Performance-Programmen, mit sehr radikalen Musikprogrammen hat man da einfach versucht, irgendwie mal irgendwie Kunst als etwas darzustellen, was auch irgendwie eine Wirkkraft in der Gesellschaft hat. Dann kam Luc Bondy, denn ich habe ja mit ihm gearbeitet, ich kannte den sehr gut, ich mochte den auch sehr, aber der hat halt wirklich so ein Festival von bürgerlicher Repräsentanz hier gemacht. Und was wir versucht haben, ist diese Repräsentanz zu durchbrechen und natürlich auch die Idee eines geistigen Besitzertums in Frage zu stellen. Es war mir natürlich bewusst, wenn man das macht, dass man da unter Umständen die eine oder andere Ohrfeige oder auch eine etwas tiefer in die Magengrube bekommt. Das ist ja alles ganz schön und gut. Ja. Was wir versucht haben, war natürlich auch mit dem ganzen postkolonialen Diskurs eine Geschichte mal in den Raum zu stellen, und deshalb auch sozusagen das Diskursformat der Akademie des Verlernens, ist es nicht nötig, fundamental sozusagen Gedanken und kulturelle Praxis in Frage zu stellen. Also etwas zu verlernen, wenn ich merke, ich bin in einer Sackgasse. Aus der ganzen privilegierten weißen europäischen Festivalsituation heraus war das ebenso einer dieser Versuche. Und was mich daran sehr interessiert, war jetzt nicht der Diskurs per se, sondern was ich darüber eigentlich für mich immer wieder ableite, ist, wirklich interessante Kunst muss eigentlich so im Sinne einer nicht strukturellen Kraft jedes Mal wieder diese Idee eines starren strukturellen Denkens aufbrechen, indem sie eigentlich diese anarchische Kraft hat oder dieses jetzt nicht sexuell gesehen, diese Queerness. Immer wo eine Struktur entsteht, muss sie eigentlich, oder hat die Kunst, sie muss ja gar nicht, sie tut es gar nicht, sie hat per se eine Kraft, die einer dieser Erstarrung entgegenwirkt. Und da sind wir genau im Problem natürlich eines Theaterfestivals, weil natürlich die institutionalisierte Linke natürlich dieses bürgerliche Theater in eine wahnsinnig starre, diskursiv eigentlich vollkommen null permeable Form einer toten Kunstgattung gebracht hat. Und das Ziel wäre es, da mal zu sehen, wo gibt es da Formen, die sozusagen das wieder als einen durchlässigen Prozess sehen, wo auch die letzten Endes Diskursherrschaft oder Diskurshegemonie einer staatlich strukturellen bürgerlichen Linken irgendwie auch nicht mehr greift. Was ich so spannend finde an dieser Positionierung ist, dass sie, auch jetzt, wie du es jetzt argumentiert hast, ist es fast ein formaler Widerstand. Also sozusagen, dass es ist mir jetzt auch plausibler, weil was man auch im Schriftlichen nicht so machen kann. Also wie stark du es in deinem Denken dein Festival gegen das Bondi-Festival positioniert hast. Also sozusagen wirklich diese formale, diese bürgerlichen Konventionen eines klassischen Theaters zu durchbrechen. Jetzt eine Kritik, die es gegeben hat, und das würde mich nicht interessieren, und dann gehen wir sofort nach Krems, es gab viele Kritiken, die waren wirklich unfair. Es gab auch Kritiken, die waren vielleicht auch unfair, aber die haben dir vielleicht nicht vorgeworfen, aber die haben in den Raum gestellt, dass
in dem Versuch, die formalen Grenzen zu sprengen, was du ja sehr, sehr aktiv gemacht hast, du hast die Akademie des Verlernens, aber überhaupt das Performeum, viele, viele Dinge, die sozusagen nicht konventionell performen, dass dadurch ein politisches Element verloren gegangen ist. Also zum Beispiel, es gab viel Kritik am Hammam, sozusagen dieses, er macht seinen Hammam und man fühlt sich wohl und schwitzt und wo ist sozusagen die Klassenkritik, wie siehst du das? Weil da sind wir, glaube ich, wirklich bei unserem Thema, nämlich die Frage, ob kritische Kunst, radikale, revolutionäre Kunst, wie immer wir das nennen, ob das im Grunde eine formale Intervention sein muss oder eine inhaltliche sein. Wie gesagt, in der traditionellen Avantgarde war das eine Verquickung. Wir haben jetzt, wir sind alle der Meinung, die traditionelle Avantgarde geht nicht mehr. Mir kommt vor, du warst sie auf der formalen Seite. Beim Festival machen ja, aber ich glaube, dass es hauptsächlich auch mal um eine inhaltliche geht. Also die Idee, dass sozusagen, ich meine, es gibt ja einige Künstler, die nicht mehr in den Bürgerschreck-Kategorien denken und das sozusagen jenseits eines Wellness-Begriffs, dagegen verwehren sie sich sehr, aber die Idee der Einladung zum Wohlfühlen etwas ist, was die Leute ja eigentlich auch wiederum sehr verschreckt in mancherlei Hinsicht. Also viele gehen davon aus, dass das eigentlich ihr Mittel ist. Also Nadine Jessen hat das ja immer gesagt, dass, wie hat sie das, fällt mir im Laufe der Geschichte wieder ein. Was ich aber schon an dieser Kritik verstanden habe, ist, man hat sich da natürlich schon sehr weit in Bereiche, wir haben uns sehr weit in Bereiche rausgelehnt, die eigentlich jeglichen Bezug zu dem Diskurs, den dieses Festival vorher beherrscht hat, irgendwie verloren hat. Ja. Das waren wir haben jetzt nicht ein Zahnrad ausgetauscht, sondern wir haben irgendwie zwei Zahnräder gehabt, die teilweise leer gelaufen sind, weil sie überhaupt nicht mehr zusammengekommen sind. Also was dem gefehlt hat, war eigentlich diese Kraft und Spannung, dass man das Gefühl gehabt hätte, es dreht sich um, sondern es war teilweise schon ein bisschen marginalisiert, eine marginalisierte Bubble. Das haben ja viele Leute dann auch gemeint, das sei halt so eine linke queere Community, die sich dort selbst feiert. Ja. Das stimmt natürlich in Gänze nicht, weil sie nicht gesehen haben, dass wirklich auch sehr viele Menschen auf der Flucht in verschiedenster Form an diesem Festival teilgehabt haben. Aber, und das habe ich vorher gemeint, diese Eribon-Falle unserer letzten Endes des Bezugs oder des Verlierens des Bezuges zu einer Geschichte, die ein Anliegen dieser Kunst ist, das ist immer bei solchen Dingen eine große Gefahr. Total spannend. Der andere Thomas, beginnen wir vielleicht, was versuchst du in Krems? Weil das finde ich nämlich auch hochspannend, deine ersten Statements, auch bei deiner Nennung, waren hochtheoretisch und sehr, sehr weitreichend. Ich würde dann gerne auch noch zurückkommen zu dem, was Thomas gesagt hat, aber ich versuche es kurz und griffig zu machen. Ich habe ja in einer ganz anderen Situation das Donaufestival übernommen als Thomas die Festwochen. Das Bett war gut bereitet, sozusagen. Und ich hatte nicht das Bedürfnis und auch nicht die intellektuelle Herausforderung, das jetzt quasi von Grund auf umzukrempeln oder wie Thomas halt quasi an eine verschüttete Geschichte des Festivals davor anzuknüpfen, wo man dann quasi das unmittelbar davor stattfindende sozusagen ausbremst. Ich habe sozusagen viele Formatideen, die selber ja schon auf Überschreitung, Herausforderung, Veränderung, Selbsttransformation zuvor schon angelegt waren, also mindestens im letzten Jahrzehnt in gewisser Weise beibehalten und habe versucht, kleine, da kann man eben vielleicht bei dem Bild bleiben, kleine Zahnräder auszutauschen und kleine neue Richtungen einzuschlagen, kleine Haken zu schlagen. Ich habe auch neue Formate, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, entwickelt und habe vor allem, was vielleicht ein größerer Unterschied ist, ich habe so eine Art versucht, definitiv so eine Art Leitmotiv zu entwickeln. Darüber habe ich länger mit meiner damaligen Kuratorin länger darüber nachgedacht und das hat dann so eine Zeit lang gereift und das ist auch so ein Anspruch, den ich auch beibehalten möchte, dass ich so eine Art
motivische Kartografie der Gegenwart in diesen 5 Jahren, in denen ich da mal bestellt bin, zeichnen will, wo man anhand von bestimmten schlaglichtartigen Begriffen, die aber dann, wenn man sie länger anschaut, zu schillern beginnen und viele Dimensionen, viele Schichten aufmachen, eine Art Gegenwartserkundung machen. Das ist aber vielleicht doch dann ein Unterschied zu einer quasi reinen Ansage, die sagen würde, ich weiß jetzt, wie es geht. Also ich weiß, ich habe jetzt sozusagen so einen revolutionären Berg, sondern es geht schon auch um, das ist vielleicht auch der Unterschied zu so avantgardistisch-manifestartigen kunstdeklamatorischen Versuchen der früheren Jahre. Mhm. Es geht schon auch um so etwas wie eine Selbstreflexion dessen, was man tut. Ja. Und da komme ich jetzt, glaube ich, zu dem zurück, was Thomas vorher gesagt hat. Das Label kritische, provokante, radikale Kunst, wenn das mal wo drauf klebt, ist es keine mehr. Ja. Ja, das ist so die Krux an dem Ganzen. Ja. Also das ist alles etwas sehr Fluides, auch Flüchtiges, in gewisser Weise oder ironischerweise auch etwas Zartes, das sehr schnell getötet werden kann. Also paradoxerweise muss man die kritische Absicht immer wieder auf eine kritische Weise unterlaufen, damit sie überhaupt einen Stachel könnte. Behält. Ja. Und deswegen funktionieren Einfriedungen oder Einzementierungen dessen, was kritisch, radikal oder provokant ist, eben nicht. Deswegen wirkt ja auch die Avantgarde, wenn sie sich wiederholt, so formelhaft, museal, tot. Und heutzutage, das wollte ich auch noch sagen, vielleicht letzter Punkt, was auch, glaube ich, wirklich aufgebrochen ist, ist so etwas wie so eine genealogische Zeitlichkeit von Ismen. Das haben wir, also auf den einen Ismus folgt der andere Ismus, der löst den ab. Ich meine, das hat doch früher so nicht gestimmt, das war immer schon eine Simplifizierung gewesen, aber es gab so eine Art Kunstgeschichte, die das so erzählt hätte. Und das stimmt weniger denn je. Es gibt jetzt das Zeitverständnis ist ein viel schleifenförmigeres, es gibt Ideen der Unterbrechung. Der Bruch ist nicht immer nach vorne gerichtet, es kann auch zum Beispiel eine plötzliche Stille sein, die so etwas wie eine radikale Geste ist, die quasi den Neues, der symbolisch und real erzeugt wird, vielleicht auf eine ganz andere Weise, weil es eine Erwartungshaltung dessen auch gibt, auf eine vielleicht produktive Weise unterläuft und so weiter. Und all diese Ideen versuche ich in meinem Programm, das würde uns vielleicht gar nicht so sehr unterscheiden. Ich wollte gerade sagen, es ist so sehr verwandt. So weit wie möglich umzusetzen. Und mir ist natürlich aber auch wichtig, dass es nicht bei einer irgendwie theoretischen Vorstellung in unseren Schädeln bleibt, sondern dass das auch eine wirklich tatsächliche, sinnliche Erfahrbarkeit bekommt. Das ist gerade in einem Festival-Kontext, finde ich, das Entscheidende, dass, also um es jetzt mal so pointiert und kurz zu sagen, dass man, wenn alles großartig klappt, als ein anderer Mensch aus einem Festival wieder rauskommt, als der, als man reingekommen ist. Du gibst mir die perfekten Schlagwörter. Meine nächste Frage, wir haben auch Zeit für Einwände, Einwürfe aus dem Publikum, aber eine letzte Runde von einer Frage und es geht genau in diese Richtung. Ich habe mal, da war ich noch in Amerika und ein Kulturmanager hier aus Österreich, den ich wirklich sehr schätze, den Markus Hinterhäuser, der jetzt in Salzburg die Festspiele macht, vorher in Wien die Festwoche macht. Ich bin in Chicago gesessen, hab ein Interview von ihm gelesen, in der Kurier oder so, in der digitalen Welt kann man das machen. Und der Markus hat gesagt, das Ziel eines Festivals ist, die Temperatur einer Stadt, also in dem Fall Wien, anzuheben. Und ich bin durch das Büro, also ich war damals der Intendant vom Chicago Humanities Festival, gesagt, das müssen wir, das ist unser Ziel, wir müssen die Temperatur der Stadt anheben. Und du hast aber jetzt schon etwas anderes gesagt, weil die Kritik oft an Festivalkultur als quasi Spaßkultur ist, dass es extrem ephemer ist. Und du, und das interessiert mich, da möchte ich jetzt weiter, ich möchte auch von dir weiterhören und von Thomas hören, weil du denkst eindeutig, konstitutiver. Also du hast eindeutig eine Theorie, dass das Festival zwar natürlich in einem bestimmten Zeitraum stattfindet, aber dass es eine Nachhaltigkeit, eine Transformation beinhalten könnte, ob das jetzt revolutionär ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Ich glaube, du hast es eher auf einer Persönlichkeitsstruktur im Selbst. Aber das würde mich interessieren. Seht ihr eure Festivals als etwas längerwährendes, obwohl es natürlich wie jedes Festival an einem konkreten Zeitpunkt gebunden ist?
würde nur gerne eine Bemerkung zu dieser Idee, zu dieser Metapher oder diesem Bild der Temperaturerhöhung sagen. Das klingt natürlich sofort verführerisch. Ich war total verführt. Aber es streift auch diesen Punkt, gegen den sich Guy Debord total verwehrt hätte. Natürlich. Weil man könnte auch sagen, das ist genau, Temperatur erhöhen will auch die sogenannte Kultur des Spektakels. Absolut. Oder Gesellschaft des Spektakels, die Stichwort Eventisierung, absolut, Festivalisierung, all das hat genau auch, wenn man so will, eine Temperaturerhöhung im Blick und absolut, als Ziel. Und man muss natürlich schon, wenn man jetzt quasi politisch, die politische Relevanz eines Festivals erörtern will oder über die auch sprechen will, dann muss man natürlich sagen, Temperaturerhöhung allein ist nicht Selbstzweck und sagt noch nicht, wofür man brennt, in der Metapher zu bleiben. Und da geht es dann darum, glaube ich, zu fragen oder in dem Programm dann ausweisen zu können oder das halt einen Vorschlag dazu zu machen, ja, worüber erhitzen wir uns denn auch? Und was ist der Zweck der Erhitzung? Aber wenn also die, was ist der Zweck und was ist die mögliche Nachhaltigkeit? Also bei dir ist es eindeutig eine Art Erfahrungserweiterung. Was soll Wien werden nach deinen Festwochen? Naja, da muss man, ob das Wien ist oder Krems oder was auch immer es ist, ich mache ja seitdem ich sehr jung bin Festivals, und Festivals haben ein Moment, das eigentlich jeglicher künstlerischen Praxis inhaltlich gesehen total widerspricht, weil Kunst ist eigentlich Prozess, Kunst ist nicht Produkt, und wir müssen halt immer alles auf den Punkt bringen. Das widerspricht da einer meiner grundlegenden Ansehensweisen oder Sichtweisen auf Kunst. Die andere Geschichte ist wiederum, dass diese Idee des Ausnahmezustandes, der Verdichtung und der Kontextualisierung für mich enorm wichtig sind. Diese Ballung erzeugt einfach natürlich auch einen, würde ich mal sagen, emotionalen oder auch im Sinne von Rezeption einen totalen Ausnahmezustand, wo sozusagen andere Vernetzungen, andere Verbindungen eigentlich hergestellt werden können, in dieser, würde ich mal sagen, festartigen Ausnahmesituation, dieser Ballung, dieser Konfrontation ganz unterschiedlicher künstlerischer Aussagen. Ist natürlich immer eine große Gefahr, weil darin besteht eigentlich das Geschick des Programmmachens, dass die sich gegenseitig in positiver Weise ergänzen und transformieren und nicht gegenseitig tot machen. Gut, das ist die eine Geschichte. Aber natürlich gehe ich davon aus, dass sozusagen in diesem Organismus, der also wie ein Pilz einmal im Jahr sozusagen aus dem Wiener Boden kommt, dass natürlich ein Myzel, wie das bei Pilzen so üblich ist, sich während des gesamten Jahres eigentlich subkutan oder subteral im Boden von Wien befindet. Ja. Dieses einmal Aufploppen im Jahr doch auch Menschen dazu veranlasst, und egal ob sie kleinere Ausschnitte oder längere Teile mitnehmen, dass doch sozusagen von diesem Geist, das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, aber ich meine es wirklich so, auch von diesem Spirit, der sozusagen in dieser Ballung drinsteckt, sich etwas homöopathisch überträgt in die Menschen. Und ich würde das, was du gesagt hast, voll unterschreiben, weil anders und besser geht's nicht. Das ist genauso, wie wenn ich 3 Stunden in einem Film drinnen sitze und dann erwarte ich mir, wenn es gut ist, dass ich irgendwie verändert rausgehe und dass dieses Verändern nicht nur sozusagen ein eigener Benefit ist, sondern dass es auch ein Benefit ist in meinem Verhalten zu der Welt, in der wir leben. Willst du noch was anschließen? Weil sonst würde ich. Ich habe noch viele Fragen, aber ich bin sicher. Nein. Gibt es vom Publikum entweder Fragen oder Kommentare? Jetzt ist die Chance zu sagen, wie furchtbar das Donaufestival eigentlich war. Nein. Nein, gar nicht. Ja, ich sehe eine. Ich Hi, ich bin Henrik, ich bin Student und ich habe eine naive, interessierte Provokation.
in die Richtung, dass ja diese flüchtige Verflüssigung angesprochen wurde, die immer wieder so durch Avantgarde oder Ähnliches aufgebracht wird und dann wieder absorbiert wird von der Gesellschaft. Meine Frage wäre, ist das nicht so, weil eben diese, und das ist nicht im negativen Sinne gemeint, einfach so deskriptiv bürgerlich demokratische Gesellschaft diese Reichweite der Absorptionsfähigkeit so unglaublich erhöht hat und dass Kunst eben immer dann nicht radikal sein kann, wenn sie innerhalb dieses weiten Spektrums bleibt, aber sobald sie darüber eben hinausgeht, und es gibt eben Grenzen. Ich persönlich erinnere mich da an ein Theaterstück aus Hamburg vor 10 Jahren, glaube ich, wo Arbeitslose gespielt haben und das war noch so okay. Und am Ende haben sie sich dann hingesetzt und haben die Namen der 50 reichsten Hamburgerinnen vorgelesen und dagegen wurde dann vorgegangen. Das war dann unangenehm. Also da war die Grenze überschritten. Das wurde untersagt. Kann es nicht sein, dass Kunst eben, ich weiß nicht, ob das inhaltlich eher ist oder dann formal, diese Grenze begreifen muss, dass es gar nicht so sehr darum geht, irgendwie Kritik zu üben, sondern eben konkret Sachen in Frage zu stellen? Ja, ich glaube, es ist jetzt, steht außer Frage, würde ich jetzt formulieren, würde ich glauben, dass es so etwas gibt wie immer wieder radikale Formen, auf welchen Bühnen oder in welchen Formaten auch immer wieder, die tatsächlich gewisse Grenzen oder Tabus dessen, was das Kunstfeld normalerweise auszeichnet, überschreiten. Das ironische Paradox ist, dass das quasi zu, das ist auch gleichzeitig die Geschäftsgrundlage dieses Betriebs, beides. In dieser unhintergehbaren Falle oder in dieser unhintergehbaren Konstellationen steckt die Kulturproduktion, dass sie auf der einen Seite darauf abonniert ist, Provokationen zu liefern zu sollen, auch unter Umständen mal einen juridisch verwertbaren, ich vermute jetzt wirklich bewusst so selber wieder provokant, einen juridisch verwertbaren Skandal. Also ich glaube, die Festwochen waren selten so froh in früheren Jahren wie zu dem Zeitpunkt, als Schlingensief seine Bitte liebt Österreich-Containeraktion vor dem Karlsplatz gemacht hat. Das war grandios für alle. Der Boulevard freute sich, weil er was zu schreiben hatte. Die Festwochen waren in allen Medien. Ja. Also ich will jetzt gar nicht werten, wie gut oder schlecht diese Aktion jetzt war, aber das sind so die Mechanismen, das hat natürlich auch was mit Mediengesellschaft und so weiter zu tun, das stimmt sicherlich. Oder nennen wir so ein Beispiel, das auch hoch umstritten ist in den letzten Jahren, die politaktivistischen Aktionen des Zentrums für politische Schönheit, die Leichen nach Berlin bringen, dort beerdigen vom Reichstag und so weiter und so weiter. Die legen es natürlich auf totale Provokation an und die funktioniert auch bis zu einem gewissen Grad. Jetzt ist so die Frage, was ist eigentlich der Anschluss an tatsächliche politische Bewegungen, Allianzen, zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik oder sowas, die darüber hergestellt werden und die sonst nicht entstehen würden? Gibt es das? Und daran würde ich dann schon so etwas wie so eine Art Nachhaltigkeit, wie du das vorher genannt hast, daran würde ich schon quasi die Bewertung einer Nachhaltigkeit knüpfen. Erschöpft sich diese provokative Geste in der Provokation for itself, also quasi im Selbstzweck der Provokation, oder schafft sie es tatsächlich und ist sie auch daraufhin angelegt, tatsächlich so etwas wie so eine Art Allianz zwischen Kunst und politischem Aktivismus für längere Zeit, für tatsächliche Veränderungen anzustiften oder an der teilzuhaben. Also ein anderes Beispiel aus den 90er Jahren wäre, das ist eben weniger spektakulär, wäre so etwas gewesen, auch in Wien, so etwas wie Wochenklausur zum Beispiel, so sozialarbeiterische Projektarbeit, die quasi die Gelder der Kunst einfach für ganz normale Sozialarbeit zweckentfremdet haben. Das war auch ein Skandal, ist auch divers differenziert diskutiert worden. Man hat auch gesagt, das erzeugt die Situation, dass die Sozialarbeit entlastet wird. Über Kunstbudgets ist vielleicht auch nicht das, was man will. Also es hat alles nicht so einfach, das so quasi auf einen Punkt zu bringen. Aber diese Formen radikal, das will ich nur sagen, radikaler, provokativer Kunstgesten
die gibt es natürlich nach wie vor, weil es eben mit dem Ende der Avantgarden ist nicht gesagt, dass es nicht ständig immer wieder neue Grenzen des Sag- und Sichtbaren, neue kulturelle Tabus gibt. Das ist eben ein Irrglaube, zu glauben, das verschwindet einfach. Ich nenne es, also was jetzt zum Beispiel ganz, ganz klar so wäre, ein neues kulturelles oder Tabu oder zusehends tabuisierte Fragestellung, mit der wir uns jetzt alle aus progressiver Sicht auseinanderzusetzen haben, ob wir wollen oder nicht, ist der Streitfall über die sogenannte Cultural Appropriation, also über die kulturelle Aneignung von Artefakten, von Eigentum, sagen wir, ich formuliere es jetzt vorsichtig, oder imaginärem kulturellem Eigentum aus anderen Kulturtraditionen. Früher war das nicht so ein Thema, wurde eher progressiv gesehen, also quasi Eigentum ist Diebstahl, ja. Jetzt stellen sich aber so Fragen, die mit dem postkolonialen Diskurs zu tun haben, also ist es erlaubt, wenn zum Beispiel eine weiße Künstlerin das Leid einer, wie jetzt unlängst in New York lange diskutiert, einer schwarzen, zu Tode gekommenen Menschen als Bild verwertet oder nicht. Ja. So, das ist jetzt also ein neues kulturelles Tabu oder im Begriff eine Art Tabuisierung der anheimzufallen, über die wir in zeitgenössischen, postavantgardistischen Situationen reden müssen. Ich habe jetzt keine Lösung dafür, aber das ist Gegenstand der Diskussion und der Verhandlung und das ist unsere Situation, in der wir uns jetzt befinden. Jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen abgekommen. Eine Frage, weil du jetzt ein bisschen nach Amerika auch gegangen bist, die ich mir immer wieder stelle, weil ich eben Kulturmanagement sozusagen gelernt habe in den USA und jetzt eben in Österreich bin, und etwas, was wir als Kulturmanager in Österreich natürlich haben, und das ist eine Realität, und es gibt Theorien, die sagen, also dann geht eigentlich gar nichts, ist, dass wir, man kann es einfach ganz unverblümt sagen, wirklich von der Politik abhängen. Also Kultur in Österreich ist etatistisch, und ich kann das sozialdemokratisch sofort verteidigen, weil Kultur ist Gemeinschaftsangelegenheit, und ich bin total für hohe Steuern, und ich will, dass diese Steuern auch unter anderem der Kultur zugutekommen. Also was ich jetzt sage, ist nicht eine Kritik dieses Systems, aber in einem ganz anderen System aufgewachsen zu sein, wie das bei mir der Fall war. Also in den USA als Kulturmanager ich hatte nie mit irgendwelchen Politikern zu tun, weil Kultur in den USA hat, also es ist natürlich politisch, aber sie ist nicht politisch im Sinne vom Staat. Also in den USA habe ich zu tun gehabt nur mit privaten Donatoren und also denen war man dann auch irgendwie hörig, vielleicht auch nicht. Hier, also ich beklage mich gar nicht, aber es ist eine neue Erfahrung. Also ich bin sehr oft im Rathaus, was nicht so unangenehm ist, aber es ist sehr, sehr anders. Wie seht ihr das? Was kann Kunst frei sein, die so sehr vom Staat abhängt? Also in einer klassischen, wenn wir wieder zurückgehen auf auch schon Theorien aus dem 19. Jahrhundert, ist das ja ein großes Problem, die Freiheit der Kunst. Nicht, dass die Freiheit der Kunst gewährleistet ist in einem hyperkapitalistischen System, wo ich halt reiche Donatoren habe, aber wir sind halt in einem anderen. Reflektiert ihr das in eurer Arbeit? Nicht alle auf einmal. Also diese Frage der Autonomie der Kunst ist ja eine lang diskutierte, und ich würde jetzt eher dieser Haltung zustimmen, dass sozusagen eine absolute Autonomie der Kunst selbst eine Fiktion ist, die es nie gegeben hat. Und was es maximal geben kann, also es gab vorher Mäzene, es gibt den Markt, es gibt die Politik, um es jetzt mal kurz, es gab die Religion, es gab immer sozusagen Abhängigkeitsverhältnisse, die haben manchmal auch subvertiert oder überschritten wurden, aber Kunst existiert halt nun mal auch nicht im luftleeren Raum. Das ist sozusagen auch unhintergehbar. Aber was es, glaube ich, gibt, ist so etwas wie so relative Autonomien.
oder auch autonome Zonen, um so ein altes Schlagwort herzustellen, in denen tatsächlich so etwas wie eine andere Realitätskonstruktion eingeübt, erprobt, ausgeübt werden kann, die manchmal auch größere Auswirkungen hat. Und das würde ich dann vielleicht auch als einen letzten Anschein oder als ein letztes Glimmen einer revolutionären Kraft oder sowas verstehen, dass in der Kunst teilweise, in diesen relativen Freiräumen, die dazugestanden werden, teilweise über Dinge nachgedacht wird, also in Form von ästhetischen Erfahrungen, in Form auch von Denken oder beiden oder dem, was quasi in diese Ästhetik überhaupt einfließt, dass dann vielleicht die Fähigkeit hat, in andere Räume auch auszustrahlen und umgekehrt auch natürlich von diesen Räumen beeinflusst wird. Also zum Beispiel die Frage, was bedeutet es, unter Bedingungen der Digitalisierung zu leben? Ja, von mehr Zeit, weniger Arbeit und so weiter, mehr Ablenkung, mehr Dezentriertheit als Konzentration, all das zum Beispiel findet seinen Widerhall nicht nur in Symposien, in Kunstinstitutionen, sondern auch in tatsächlichen Veränderungen der künstlerischen Produktion. Also zum Beispiel in dem, was jetzt gut oder schlecht, man gibt es gute und schlechte Beispiele dafür, in dem, was man jetzt vielleicht sowas wie Post-Internet-Art nennen könnte, wird dieser Zustand reflektiert. Hier wird sozusagen darüber Auskunft gegeben, was es heißt, unter diesen veränderten Bedingungen zu leben. Und darüber kann man unter Umständen Schlüsse ziehen für ein Leben außerhalb solcher Ausstellungen, Performances und so weiter. Wir sind fast am Ende. Hast du ein ähnlich optimistisches Schlusswort? Das wäre ja sehr schön. Kam mir schon so vor. Also aber über die Digitalisierung lässt sich auch ganz anders reden. Das stimmt. Über die Freiheit der Kunst. Ein schönes Schlusswort über die Freiheit der Kunst. Ich meine, es ist lustig, weil wir vermengen natürlich, wenn wir darüber reden, wir sind jetzt letzten Endes Repräsentanten von Festivals, also von Strukturen. Und was diese Freiheit der Kunst betrifft, so sehe ich mich schon natürlich in dieser Rolle sozusagen der Kunst, was auch immer das jetzt ist, aber auf jeden Fall den Künstlerinnen und Künstlern, diesen Druck möglichst abzunehmen. Ja, also doch diesen Freiraum zu schaffen, damit sozusagen die Idee der Abhängigkeit zwischen einem Geldgeber, ob das jetzt ein staatlicher oder ein privater ist, sozusagen von mir absorbiert wird, ja, wo ich sozusagen letzten Endes das Geld reinwasche, dass die Künstler dann ruhigen Gewissens einfach gute Bedingungen haben im Sinne von Produktion, aber auch gute Bedingungen im Sinne von Kommunikation mit ihrem Publikum haben. Das klingt jetzt so ein bisschen wischiwaschi und für eine Diskussion über Kunst und Revolution etwas, aber ich würde das ganz banal so sehen. Es ist ein wunderbares Schlusswort. Du hast Kunst und Revolution 1968 war ein ganz anderes Event. Wir haben uns viel besser benommen als die damals im Audimax. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank euch. Ich bin so froh, dass wir haben ein Geld bekommen von der EU, dass wir jetzt alles aufzeichnen können. Also das ganze Festival wird digital erhalten bleiben, wie so vieles in unserer Zeit. Wirklich spannend, wirklich inspirierend. Danke, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank fürs Kommen. Genießen Sie den Nachmittag. Es gibt so spannende Events. Viel Spaß.